Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 128. Wir sind immer noch Worgen am Töten für die Bömmelchen. Und es sieht gerade etwas mager aus mit den Worgen. Obwohl, da hinten stehen noch zwei. Wir brauchen aber immer noch drei Bömmels. Und wir sind noch auf dem Weg nach Alerias Feste. Wo wir dann Quest abgeben, nach Shadrach fliegen. Also so der Plan. Und dann uns aufmachen nach Nagrand. Weil dort, wie gesagt, gibt es viele tolle Sachen für Lederverarbeitung und halt mal etwas schönere Umgebung als hier das triste, als die tristen Wälder von Terokka. Genau wie die tristen Pilze. Upsala. Von Zahngamaschen. Das sieht manchmal ein bisschen aus wie so depressive Linder. Immer noch ganz bei, ne? Oder? Ach, Kunst da. Und als ich jetzt die Tage nochmal auf dem richtigen WoW-Server gespielt habe, habe ich gedacht, warum kann man denn nicht mit der Horde reden? Bis mir dann wieder einfiel, da war ja was. Da war ja was. Da ging ja was nicht. Na gut. Ich meine, hey, gibt Schlimmeres, als nicht mit der Horde zu reden. Weil auf den Originalservern sind halt immer noch die meisten Leute. Man braucht zwar als die Idee circa eine gute halbe Stunde, um in eine Instanz reinzukommen mit dem Dungeon Finder. Aber okay. Was ich noch nicht gemacht habe, sind Raids. Aber viele aus unserer Gilde habe ich gesehen. Gern viel mehr mütig Instanzen. Ich denke mal, um sich erstmal auszurüsten und dann um die Raids zu rocken. Könnte ich mir so vorstellen. Oder die wollen dann direkt Tiro oder gehen oder so. Wenn man ja Glück hat, werden die Dinger ja auch noch aufgewertet. Man hat dann Kriegs geschmiedet, Titan geschmiedet. Ja, man muss halt nur Glück haben. Obwohl so gefühlsmäßig passiert das recht oft, dass das dann besser oder verbessert wird. Oh, nur noch zwei Bömmelchen habe ich gerade gesehen. Er wird so langsam. Tui. Ah, könnte 1, 2 Sterne. Könnte. Wir sehen aber auch schon Alerias Fest im Hintergrund. Mal gucken, was draus wird. Warte mal gucken, wie viele Leute mittlerweile online sind. 51. Okay. Schon mal vielversprechend aus. Und recht viele große.
ich halt komisch finde, dass ich. So, wollte gerade sagen. Was ist denn da los? Aber ich bin ja mit dem gutesten bei den Crack Street Boys. An der Stelle, falls er es nochmal sieht, nochmal danke. Auch wenn ich nicht so oft online bin. Aber na gut. Blöde gute Arbeit. Hm? Ja, manchmal verfluche ich das Schichtarbeitssystem. Aber gut, da macht man nichts dran. Hauptsache man hat Arbeit. So. Sagen, da stimmt was nicht. Aber ich hatte keine Falle gelegt. Alles gut. Oh. Das war nicht Teil meines Vertrags. Machen wir schnell von den Socken. Oh, ich bin tot. So. Schnell was hinter die Kauleisen klemmen. Und dann gehen wir mal unsere Quest abgeben. Dann zu weit. Ah, zwei, drei Quests haben wir hier erledigt. Dann können wir noch Shatra rüber düsen. Quests abgeben. Schön. Was ist das denn? Die Leiche verfolgt uns. Normal sieht man die rosa Alex eigentlich in rosa und wenn man betrunken ist hier. Oh, ist sogar Ruf bekommen. Für alle. Oh. Tja, das würde ich sagen, ist quasi das gleiche. Aber ich nehme jetzt erstmal keine Quests an hier. Von den Zahngamaschen brechen wir ein paar ab. Euer Alpinsel brechen wir auch mal ab. Ich habe Godzilla abgebrochen. Und irgendwie bricht ja ein ganz anderer ab, die ich gar nicht abbrechen wollte. Markus Rache. Bedrohung. Oberanführer. Den Oberanführer lasse ich mal. Die Dungeon lasse ich auch. Jäger auch. Shatrat. Die lassen wir auch. Die Wälder von Zerok, was haben wir hier? Genau, die müssen können wir noch abgeben gleich. Den Schatzrat, genau. Die spinzige Nachbarn, die lassen wir auch mal. Zahngammaschen. Lassen wir auch erstmal. Also, wir brauchen nämlich den Ruf später. Und den Ruf. Mal gucken, gerade bei Ehrenfeste. Wollen wir uns erst Pfeile. Den Ruf. Wo haben wir denn Scherbenwelt? Ehrenfeste sind wir freundlich. Ja, gut, da brauchen wir noch ein bisschen. Machen wir ein, zwei Quests. Da müssen wir das haben.
Das wird dann. Upsala. Wohlwollend sind für den Schlüssel. Das geht nicht durch, du. 65 können wir den auch gut. 55 sind das die, die wir haben. Tückchen. Verkaufen wir auch, wollen wir verkaufen. Ansonsten auf die 1, 2. Kaufen wir uns was zu essen. Zu trinken. So. Verkaufen wir ihn einmal. Ups. So. Schick gleich nämlich den Post. Leichte Feder. Leichte Feder brauchen wir auch, und zwar für den Schamanen und für den Magier. Wenn ich richtig im Kopf habe, theoretisch auf den Priester. Oder bin ich mir nicht sicher? Oder für Priester und Magier nicht immer, ne? Oh. Glänzende Schuppen brauchen wir. Auch. Und zwar für den Schamanen. Brauchen wir Wildbret. Hat er das? Hat er das? Das sieht nicht so aus. Toll. Käse ist er nicht. Müssen wir gerade gucken, was unser guter Freund ist. Fleisch. Kein Fisch. Naja, gut. Auch Chorfedern behalte ich. So. Schon wieder ein bisschen aufgeräumt. Was ist das sein? Das sein. So. So, würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg nach Sturmwind. Ach, Sturmwind nach Shadrath. Können da auch noch ein, zwei Quests abgeben? Oder? Schadrath. Ja, hier das. Wir hätten dann noch eine fertig. Oder ich hab die aus Versehen abgebrochen. Oh nee, bitte nicht, ey. Was nehmen wir uns denn da? Ja, ich tendiere zum Ring, weil der Ring, beziehungsweise unsere Ringe der Warme sind noch nicht die schönsten. Sagen, tauschen wir hier diesen Raptor-Ring, Raptor-Augenring, weil ich glaube, der ist schon ziemlich alt. Item Level 40 und im Schnitt haben wir 90, 95. Von daher würde ich sagen, macht das am meisten Sinn. Ich freue mich, ich freue mich.
persönlich sehr gefallen. Yeah. Schub. Da. Auch an. Bin am angezogen. Ups, oder? Jetzt müssen wir erstmal hoch zu uns und können von da aus weiter. Ich glaube, oben haben wir nämlich auch einen Verkäufer für Fleisch. Können wir unser Wildbret kaufen. Sieht. Oh, schön. Kann was unten warten. So, heißer als die Hölle. Teufelsfeuer. Verdammt, da hat aber auch. Was führt euch hierher? Gerüst. Ich dachte, das ist eine für Tiere. Wegen, ne? Wo wir da vorne. Ihr müsst theoretisch. Haben wir doch schon. Auch nicht. Verdammt. Wo gibt's denn ein leckeres Brät? Mensch. Aufgeschissen. Müssen wir halt erstmal da hinten. Ich weiß, hinten beim Nettingwerry Lager gibt es nämlich auch noch einen Verkäufer. Ups. So, hier sieht doch schon viel netter aus, oder? Nicht so eine bedrückende Stimmung, finde ich. Hebt gleich die Stimmung hier. Schön, ist das schön. Müssen wir denn hin? Müssen wir denn hin? Alle gucken. Ich glaube, da hinten ist das Lager. Ja, da ist das Lager. Das ist nicht schön hier. Schöne Tiere. Man fast alle ledern kann. Und da wäre noch ein PC sind, müssen wir von allem 20 töten. Nicht wie, ich glaube, momentan 10 oder so. Oder 5. Allerdings sind die großen Tiere, also die quasi Bosse, sind Elite. Wir versuchen uns auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt zu zweit. Und wenn nicht, müssen wir uns Hilfe suchen.
Weil da gibt es ja auch schöne Sachen, die droppen. Ja, Knitting-Very-Lager. Und wir können die Quest annehmen. Sehr gut. Da war der Verkäufer. Das habe ich nur da und auch auf. Das ist zu essen für uns. Natürlich hat er das nicht. Ist ja jetzt nicht so, als wenn der überwiegend schwer wäre. Aber warum dieser Typ hier ist, hab ich nie verstanden. Weil das robbt er noch nicht mal was. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW weiter in Nahegrand. Und lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen und tschüss.